Hi. Heute stelle ich dir in meiner Reihe Gesichter hinter der Sucht Joelle vor. Joelle saß zwei großen, sehr verbreiteten Trugschlüssen auf. Erstens, Alkohol ist ja nicht so schlimm wie Cannabis. Und zweitens, Alkohol hilft bei Depressionen. Diese beiden Irrtümer führten Joelle ins Alkoholproblem. Wie das ablief, das erzählt sie dir jetzt. Ich bin Joelle, ich bin 24 und ich arbeite im Krankenhaus als Auszubildende für Physiotherapie. Wie hast du getrunken? Ich habe das erste Mal getrunken mit 15 auf Klassenfahrt und das war direkt zu viel, weil ich erinnere mich bis heute nicht, was genau passiert ist. Und ich habe es dann später noch ein paar Mal probiert, aber es hat einfach nicht funktioniert. So, ich hatte immer ein Blackout und ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich Alkohol einfach nicht vertrage und dann habe ich die Finger davon gelassen. Ich habe dann die Welt der anderen Drogen entdeckt und habe dann sehr lange gekifft. Und dann habe ich beschlossen aufzuhören, weil ich gemerkt habe, dass ich süchtig bin. Und dann habe ich angefangen zu studieren und bin durch die Partys, die dann kamen, wieder aufs Trinken gekommen. Also ich habe dann einfach hin und wieder was getrunken und habe gemerkt, ich vertrage das jetzt besser. Und ich habe da drin auch überhaupt kein Problem gesehen, weil ich ja dachte, mein Problem ist das Kiffen und sonst nichts. Und ja, im Nachhinein weiß ich, dass dann eigentlich Suchtverlagerung kam. Also ich habe dann nämlich nicht nur am Wochenende getrunken, sondern auch sehr oft abends in der Bar mit Freunden unter der Woche. Also ich habe versucht, mit Alkohol oder Drogen meine Gefühle zu regulieren. Also sowohl positiv als auch negativ. Wenn ich schlecht drauf war, wollte ich das mit Alkohol dämpfen. Und wenn ich gut drauf war, wollte ich es noch mehr steigern. Ich bin nicht ohne Alkohol in Situationen gegangen, die psychisch sehr herausfordernd waren. Ich habe dann immer getrunken, wenn Familientreffen anstanden oder wenn ich zur Arbeit gegangen bin und es war besonders langweilig. Oder wenn ich ein Bewerbungsgespräch hatte, wo ich sehr aufgeregt war. Oder bei Dates. Das war für mich immer ein Anlass zu trinken. Wie war dein Tagesablauf damals? Also ich war in der Uni oder arbeiten. Und ich kam immer spät abends heim. Und dann habe ich erstmal ein Glas Wein getrunken. Meistens wollte ich dann auch immer mehr trinken, weil ich diesen Drang hatte, immer weiter zu trinken. Und dann habe ich immer weiter getrunken. Und ich hatte aber diese unglaubliche Kontrolle über meine Stimme und Motorik, weswegen es von außen nie aufgefallen ist, dass ich jetzt gerade bei meinem dritten Glas Wein bin und nicht mehr bei meinem ersten. Und das habe ich halt auch ausgenutzt. Innerlich war ich sowieso sehr depressiv. Ich habe sehr wenig Sinn im Leben gesehen. Es lag aber nicht am Alkohol, sondern an meinen damaligen Lebensumständen. Ich hatte eine Depression und Gefühle von innerer Leere und Sinnlosigkeit haben mich eigentlich die ganze Zeit begleitet. Und dann, wenn ich getrunken habe, hatte ich mal kurz Pause davon. Was war deine krasseste Situation mit Alkohol? Das war in der WG von meinem damaligen Freund. Wir hatten uns wegen irgendwas gestritten und saßen dann zusammen auf dem Bett und haben darüber geredet. Und während wir darüber geredet haben, habe ich angefangen, ganz schlimm zu weinen. Und ich habe so gespürt, ich kann jetzt nicht mehr aufhören zu weinen, es wird immer schlimmer. Und ich kannte das schon von mir und war dann dementsprechend frustriert und habe mich da immer weiter reingesteigert. Und ja, es war aber ganz viel an dem Tag, da kam einfach ganz viel zusammen. Ich war so frustriert davon, dass nichts geklappt hat in meinem Leben. Ich hatte schon monatelang Therapie gemacht und auch Medikamente genommen und trotzdem wurde es mit meiner Stimmung nicht besser. Und dann war auch noch das mit meinem Freund
dass wir uns so viel gestritten hatten zu dem Zeitpunkt. Das war alles so viel, dass ich an dem Tag einfach zusammengebrochen bin. Und dann war dieser Schmerz so intensiv, dass ich konnte nicht mehr. Und dann habe ich einfach nur noch gewollt, dass dieser Schmerz aufhört. Und dass ich mich irgendwie beruhigen kann oder dass einfach alles aufhört. Und mir ist aber nichts eingefallen, was jetzt noch gut sein könnte. Und dann habe ich halt für mich innerlich beschlossen, okay, ich glaube, ich muss mich jetzt umbringen. Weil ich komme da nicht raus, ich kann mich nicht beruhigen, ist alles schrecklich. Und während ich das so in meinem Kopf geplant habe, ist mir dann aber doch noch mal eingefallen, dass ich ja auch noch mal trinken könnte. Weil ich noch in Erinnerung hatte, dass Alkohol eine beruhigende Wirkung auf mich hat. Und dann habe ich meinen damaligen Freund quasi angefleht, mir Alkohol zu bringen. Der war natürlich auch völlig überfordert von mir und der Situation. Ich meine, er wusste nicht, dass ich Suizidgedanken hatte oder ja, dass es so schlimm war. Aber er wollte, glaube ich, auch, dass ich einfach mich wieder beruhige. Und deswegen hat er mir dann auch sehr schnell eine Flasche Gin gegeben. Und ich habe die dann getrunken wie Wasser. Und ja, das hat mich beruhigt. Also an dem Tag hat mir der Alkohol quasi mein Leben gerettet. Aber gleichzeitig hat es auch dazu geführt, dass ich dann abhängig wurde. Weil ich dann immer, wenn ich mich so schlecht gefühlt habe, wieder getrunken habe. Warum wolltest du aufhören zu trinken? Ich wollte kein Cheater sein. Angenommen, das Leben ist ein Spiel, dann hat Trinken oder Drogen nehmen was von Cheaten. Weil man einfach nicht mehr als mal selbst lebt, sondern nur als einen Schatten seiner selbst. Und ich konnte mich irgendwann auch überhaupt nicht mehr leiden, wenn ich betrunken war. Ich war dann wie im Autopilotmodus. Ich habe irgendeinen Charakter verkörpert, der ich gar nicht wirklich war, nur um durch die Situation oder den Tag zu kommen. Ich habe eine Maske aufgelegt und war nicht mehr ich selbst. Und dann war da diese Diskrepanz in mir zwischen meinem nüchternen Ich und meinem betrunkenen Ich. Und ich wusste einfach nicht mehr, wer von den beiden bin ich. Das war wie wenn ich auf Pause drücken würde durch den Konsum. Es war kurz alles gut, aber dann, wenn ich nüchtern war, ging es halt wieder weiter. Und dann waren alle Anteile von mir, die ich betäubt haben wollte, waren wieder da. Die ganze Unsicherheit, die Angst, Depression, sonst was, war alles wieder da. Und der einzige Ausweg war dann entweder, ich würde weiter trinken und ignorieren, dass ich ein Problem habe, oder ich würde diese Punkte aus meinem Leben streichen, wegen denen ich trinken will. Und ich wollte mir dann eigentlich selbst beweisen, dass ich auch ohne Betäubung glücklich sein kann. Ich hatte genug von dieser Opferhaltung und diesem verzweifelten Wunsch, dieser verzweifelten Hoffnung, dass alles besser wird, weil es wird nicht alles besser. Man muss was dafür tun. Und das habe ich dann getan. Wie bist du abstinent geworden? Ich wusste ja schon durch deinen Podcast, dass ich ein problematisches Trinkverhalten habe. Aber ich habe sehr lange daran geglaubt, dass ich kontrolliert trinken kann, weil ich ja noch so jung bin. Nur hat es echt nach mehreren Anläufen, es hat nie geklappt. Und dann habe ich gewusst, ich muss ganz aufhören. Und mit dieser Erkenntnis habe ich dann noch so ein paar Monate gelebt. Und dann habe ich beschlossen, ich gehe das jetzt an. Und dann bin ich verreist und habe mit Hilfe von deinem Programm aufgehört. Und dadurch, dass ich verreist bin und ganz auf mich alleine gestellt war, war ich gezwungen, dass es klappt. Ja, jetzt bin ich 1,5 Jahre nüchtern. Was fällt dir leicht? Ich kann jetzt endlich auf mich aufpassen. Ich kann auf mein Bauchgefühl hören, wenn ich neue Leute kennenlerne.
Ich muss mich am nächsten Tag nicht mehr für irgendwas schämen. Ich wache immer ausgeruht auf und ich kann auch gehen, wann ich will, weil ich ja auch immer Auto fahren kann. Und ja, es ist so viel freier. Ich habe viel mehr Spaß jetzt. Fällt dir noch etwas schwer? Meine größte Hürde ist, mit Stress umzugehen oder mit negativen Gedanken. Und da hilft mir am meisten Sport oder das einfach auszusitzen. Aber ich bin immer noch auf der Suche nach Strategien. Was sind deine größten Aha-Erlebnisse? Man kann mehr man selbst sein. Und man hat nicht mehr diese Erwartungen an sich, wie zum Beispiel beim Trinken, dass das jetzt ein besonders guter Abend wird oder dass man jetzt besonders entspannt ist oder besonders gut drauf oder besonders gut abschalten kann oder besonders mutig oder besonders selbstbewusst. Man erwartet es einfach nüchtern nicht mehr von sich, weil man kennt die Realität. Jetzt kann ich viel aktiver leben. Ich will halt Sachen machen. Ich will aktiv sein. Ich will was sehen und was erleben und was fühlen, ohne dass es irgendwie drogeninduziert ist oder von außen, sondern ich will, dass es von mir selbst kommt. Wie lautet dein bester Tipp für alle, die aufhören wollen? Überleg dir, was du vom Leben willst. Dann überleg dir, ob du das auch schaffen kannst mit Konsum. Wenn du es nicht schaffst mit Konsum, dann such dir Hilfe, um aufzuhören. Und hab den Mut, so lange weiterzumachen, bis du es schaffst. Gib nicht auf. Und sei dir auch dessen bewusst, dass du nicht alleine bist. Du bist nicht allein und du kannst das schaffen. Gib Joelle unbedingt einen Daumen hoch und abonniere gern diesen Kanal hier. Ich danke dir fürs Zuschauen, ich wünsche dir alles Liebe und ich sage bis nächste Woche. Tschüss.